Ja, wir sind wieder zurück im Let's Play Florencia und heute appen wir endlich mal unseren Karri. Jawohl, ey. Freue mich schon richtig drauf, bin auch gespannt, wie hoch wir ihn dann kriegen. Hab hier schon mal 20 Euro Paysafe-Card aufgeladen, Aurum-Points mir geholt. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt zum Glück auch hier ein paar Orange Crystals gesponsert bekommen, mehr oder weniger. Von einem Kumpel bin ich auch froh, dass wir den bekommen haben. Ja, ich hoffe, ich krieg's jetzt noch hin. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Items nachkaufen. Aber wir upgraden jetzt einfach mal den guten Eye of Luth. Und Moment, wo war das? Wo war der eine Gegenstand, der gegen das Zerstören? Wörter befinden sich darauf, aber du willst zu lesen, was Fischleck beschützt ist, die vor Zerstörung. Genau. Das Item schützt also nur vor Zerstörung. Genau, und... Alter, wieso spammt mich wieder jemand in Facebook zu, ey? Gerade jetzt natürlich, aber egal. Bis plus 3 oder plus 4 versuchen wir es mal. Wenn das Item weg ist, müssen wir natürlich aufpassen. Auf Level 1 geupgradet, jawohl. Ja, Moment, das müssen wir vielleicht ein bisschen... Wann war das? Nicht, dass ich da immer ewig hin und her klicken muss, aber so geht's. Muss ich echt aufpassen, dass ich es jetzt nicht verkacke. Okay, keine Veränderung, schade. Hoffentlich reichen die Crystals, sonst muss ich halt welche nachkaufen. Das ist zwar extrem teuer anscheinend. Aber jetzt ist auf plus 2 schon mal. Ich will es eigentlich schon auf plus 3 ohne die Items. Achso. Oh, wir hätten es jetzt schon verloren. Willst du mich verarschen? Ja toll, dann brauche ich jetzt hier schon dieses schöne Teil hier. Keine Veränderung, ey, komm schon. Alter, willst du mich verarschen? Ich krieg's gerade nicht mal auf plus 3. Oder kann ich's. Ne, ab plus 3. Eigentlich hätte ich das jetzt, glaube ich, noch gar nicht einsetzen müssen. Ne, eigentlich brauche ich es jetzt noch gar nicht einsetzen. Das war jetzt ein bisschen unnötig, egal. Weil auf plus 3 kann man es ja nicht verlieren. Also habe ich da schon mal ein bisschen verkackt. Aber egal. Das eine Item da. Alter, die ganze Zeit keine Veränderung. Willst du mich verarschen? Das 3 will ich schon auf jeden Fall bekommen. Immer noch keine Veränderung. Alter, wie viel Pech muss man haben? Keine Veränderung! Leute, wollt ihr mich verarschen? Keine Veränderung. Wie viel habe ich denn noch? Oh, ich habe nur noch 9 von diesen scheiß Orange Crystals. Upgrade Stones, Upgrade Stones. Hey, fuck you. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Keine Veränderung. Ey, Alter, wir verziehen ja alle Orange Crystals und kriegen es nicht mal auf plus 3. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ey, Alter, wir dürfen uns jetzt echt... Alter, willst du mich verarschen? Crystals. 30.000 pro Stück, ey, Alter, wie viel kaufen wir uns? Kaufen uns 10 Stück davon. Alter Schwede, ey, das ist ja übel, der Dreck. Da muss man sogar Angst haben, dass einem die Upgrades zu uns ausgehen, ey, alter Schwede.
Ja, auf Level 3, jawohl. Jetzt ist die Frage. Oh. Nee, wir müssen das mit den Items machen, weil wenn das jetzt nochmal initialisiert, dann. Das können wir vergessen. Also, Slate Piece of Ensign und dann, Moment, hier. Hilfs-Item kann für Items der Klasse 4 benutzt werden. Helles, silbernes Puder vierfach. Hä, ist das. Ist das die Klasse 4? Ist doch nicht Klasse 4, oder? Ach, keine Ahnung, was sie mit Klasse 4 meinen. Aber wir hauen uns jetzt einfach mal drauf und. Auf 4 geupgradet, okay. Ah, das ist immer noch drin, das ist sehr gut. Moment, Moment, Moment. Das haben wir. Wurde auf 5 geupgradet, jawohl. Und das Teil ist immer noch da, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt klappt's irgendwie. Aber wir brauchen trotzdem noch. Ich werde trotzdem noch ein paar Sachen nachkaufen mit euch. Keine Veränderung, nicht so schlimm. Aber jetzt habe ich nicht mehr. Jetzt müssen wir zum Beispiel nach. Aber wir haben es immerhin mal auf plus 5, das ist ja immerhin schon mal was. Los, kaufen uns noch mal ein paar. Oh, jetzt muss ich mir nochmal 10 kaufen. Aber wenn wir dann kaum noch Geld zum Abmachen. Ah, ich kaufe lieber mal in kleineren Schritten. Kaufe mir lieber mal 5, weil ich weiß jetzt nicht, wie, ob sich das exponentiell steigert hier, die Kosten fürs Abmachen. Machen wir es mal lieber so. Ja, okay, 5 war eigentlich eine dumme Zahl. Hätten wir, wenn, dann schon 6 oder so kaufen müssen. Aber egal. Los, Leute, zittert mit mir, ey. Ich will das unbedingt höher haben. Ja, auf das 8 will ich es eigentlich schon kriegen, aber es wird wahrscheinlich nichts. Muss dann vielleicht auch. Vielleicht uppen wir es auf zweimal einfach, weil ich nicht so viele Crystals kaufen will. Item Upgrade. Auf 6 geupgradet, jawohl. Oh, jetzt brauchen wir schon 4, oder wie? Ja, Leute, ich habe eh fast keine Kohle mehr, aber. Ja, ich habe ja noch genug Ding. Genug Pots, deshalb brauche ich die Kohle nicht wirklich. Oder habe ich auch genug Momentan-Wins? Habe ich zum Beispiel gar nicht mehr, da will ich eigentlich schon. Also 200.000 will ich auf jeden Fall noch sparen. Kaufen wir jetzt einfach noch. Ach Quatsch. Item Upgrade Crystals, da nochmal 5. Ah, scheiße, es wird mit dem Money so knapp. Egal, wir haben ja noch andere Chance und da müssen wir halt ein bisschen Young. Ach, jetzt sage ich schon wieder Young, ey, Geld farmen. Ja, und die nächsten Tage beginnen wir mit dem neuen System, weil, ja, falls ihr doch nicht wollt, dass wir das machen, müsst ihr es halt noch schreiben, aber es war auch so, dass es ziemlich, dass ihr euch ziemlich uneinig war. Die Hälfte will ungefähr geschnittene Parts, die Hälfte. Ungeschnittene, verdammt, wo sind meine, hier sind noch einigermaßen akzeptable Upgrade Stones und dann das natürlich nicht vergessen. Keine Veränderung, ah shit. Ja, jetzt muss ich hier mit euch das kurz nachkaufen in der Cash Mall. Dies Puder. Upgrade System. Platinum Powder. Oh, mal noch 2. Ja. Habt ihr es auch mal gesehen? Moment, stimmt. Ich kann es euch, wenn dann schon, wenn dann zeige ich es euch auch ganz. Cashmall wird geschlossen, ey Leute, schließt halt. Was haben wir da? Was für die, die noch nicht so viel hier Item Shop. Also wir brauchen hier dieses Slate Pieces of Ancient. Also ich hab's keine Ahnung, wie es ausspricht, und das Platinum Powder. Das sind eigentlich die zwei Sachen, die wir jetzt brauchen. Und das holen wir uns ganz einfach. Wenn die Cash mal geschlossen ist. Genau, Cash-Item. Da haben wir es auch schon.
Sonst habe ich gar nicht wirklich, wie wir da noch drauf haben. Das mal hier drauf mit, das nicht vergessen. Wir brauchen ganze 4. Komm, bitte funktionier. Schade, hat nicht geklappt. Ah, ich kann nicht aufhören. Ich hole mir nochmal 4. Warte, verdammt, wie viel hat es denn gekostet? Das ist abends und ich könnte noch gucken. 30.000. Ja, auch viel mehr als. Ja, 8 kann ich mir eh nochmal leisten. Kann ich mir das auf jeden Fall nicht mehr leisten zu appen. Oh, das stimmt. Wir hätten den Kari jetzt verloren, deshalb müssen wir uns auch nochmal das andere nachholen. Die Plate, wo wir eine umsonst bekommen haben zum Event. Das war irgendwie ein Treue-Event, glaube ich. Slate Piece, ja, kaufen. Okay. Cash mal wird geschlossen, dann schließ mal. Gut. Cash Item. Hey, yay, yay. So. Item Upgrade. Alter, wie sich mein Inventar halt geleert hat. Komm, bitte, funktionier auf plus 7, bitte. Oh nein, nein! Und ich habe keine Money mehr. Aber nee, ich sehe gerade, irgendwie kostet es fast gar nichts, das Appen. Es kostet nur 8000 irgendwas Geld und können wir es nochmal machen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, nicht mehr genug mit drüber. Ah, Platinum Powder. Ah, ich bin mal wieder so einer. Viel zu sparsam, ey. Oh, 34.000, ey, das ist schon arg hart. Wir verziehen ja das ganze Geld, ist mir scheißegal. Wir hatten keinen Puder mehr, gell? Nee. Dann kaufen wir wieder Puder. Wir haben nur noch 8600 irgendwas. Upgrade System. Für arg viel reicht es halt nicht mehr. Aber wir werden auf mehr mal. Oder vielleicht haben wir auch weniger Aurum Points, weil irgendwie hängt es ja beim Aufladen zum Beispiel auch, dass da noch steht, man hat 0 Aurum Points und in Wirklichkeit hat es schon lange aufgeladen und man kann shoppen. Aber keine Ahnung, ob das da schneller hinterher ist, immer was ausgegeben hat. Okay, jetzt. Der macht 759, oh, das ist halt fast das Doppelte. An Damage, was wir da machen würden, dann wenn wir den endlich anlegen können. Ich muss immer noch 4 C-Level machen, leider. Oh man, viel zu hoch, aber egal. Komm bitte, klapp auf plus 7. Oh man, es klappt nicht, ey. Scheiße. Ja, also Leute, auf plus 6 haben wir es jetzt. Wir haben noch ein bisschen Aurum Points übrig, deshalb werden wir es auf jeden Fall versuchen, weiter zu uppen. Ich gucke jetzt natürlich, dass wir die nächsten Tage natürlich mit dem, ja, neues Projekt kann man es ja nicht nennen, aber eine neue Art von Florencia, wo wir alle Klassen mal antesten. Und was heißt antesten? Wir zocken sie alle an und zocken sie auch so weit wir kommen. Und ich fange dann wirklich auch an, wie ich es im Plan angeschrieben habe. Muss ich selber nochmal reingucken, mit welcher Klasse ich da anfangen wollte. Und dann sehen wir uns dann einfach. Es ist ja gleich ein paar Tage. Ich weiß jetzt wahrscheinlich, Moment. Nee, der Part wird heute nicht mehr ankommen. Also Montag werdet ihr das Video sehen und dann werden die nächsten Tage dann natürlich auch die geplanten Videos kommen zu Florencia. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wir werden dann auf jeden Fall nochmal einen Part verbringen mit Appen. Ja, hat leider bloß auf plus 6 gereicht hier, aber was wir mal machen, haben wir einfach kein Geld mehr. Deshalb können wir gar nicht mehr weiter appen. Wir sehen es dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.